Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Olli. Und zwar zum Video Nummer 71. Das Ganze ist wie immer ein Wochenupdate, jeden Freitag pünktlich 18 Uhr hochgeladen zum Bau einer oder meiner N-Modellbahnanlage. Von Anfang an zeige ich euch das Ganze hier. Und zwar geht es heute um die Donnerbüchsen, der Teil 2 und der Ausbau und die Alterung des Ganzen. Ich hatte euch ja im Teil 1 schon gezeigt, wie ich die Stromabnahme über die Achsen gelöst habe, wie ich die stromführenden Magnetkupplung eingebaut habe. Das, meine Züge sind jetzt komplett damit gekoppelt, sodass die Stromversorgung perfekt funktioniert. Und heute geht es, wie gesagt, um den Ausbau und die Alterung. Heute werden die Donnerbüchsen schön alt gemacht, in dem Fall zwei wirklich alte Kollegen hier. Und das Ganze ist wie immer geeignet für Einsteiger, für Modellbahnfreunde, für Profis, für alle, die es interessiert. Ihr seid natürlich alle recht herzlich willkommen bei mir. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Und damit recht herzlich willkommen nochmal zurück zu meinem Video. Und zwar steigen wir gleich mit dem Teil 1 logischerweise ein. Alles einsteigen bitte, das ist natürlich ein bisschen quatschig. Da werden natürlich jetzt die Passagiere eingesetzt, die ich jetzt hier gerade, denen ich jetzt hier gerade die Beine amputiere. Ich habe mich unglaublich brutal gefühlt, weil zum Schluss, als ich fertig war, habe ich einen kleinen Körperteilehaufen neben mir liegen gehabt. Und es geht aber nicht anders. Die sind natürlich, ich hätte auch sitzende Passagiere nehmen können, aber da bin ich ehrlich, ich habe genug von den Sitzenden, aber ich hätte es ein bisschen Quatsch gefunden, weil ich habe mich hier entschieden, natürlich die Chinesen zu nehmen. Das ist jetzt keine Diskriminierung der Chinesen, das sind einfach chinesische Personen, die ich hier gekauft habe. Die sind natürlich, wie man sehen kann, nicht sehr hochwertig. Aber wir sehen auch im Vorbeifahren der Züge, dass wir nichts sehen oder kaum was sehen. Das heißt, die Passagiere, die sind wirklich kaum, also wenn man genau hinguckt, wenn man so ein Typ ist, der sich da ein bisschen nach unten beugt und in die Waggons oder Wagen reinguckt, dann kann man die natürlich sehen. Ich meine, gut, das wird jetzt hier, sehen wir sie, wie sie ja, sehen. Hier haben wir natürlich die ganzen Leutchen auf einen Haufen nochmal. Es ist natürlich die Beleuchtung drin, man kann sie sehen, wenn man reinguckt, das ist auch klar. In unbeleuchtete Waggons wird es ein bisschen schwieriger. Hier habe ich jetzt eben die Farbe, die ich heute verwende, reingehalten. Das ist, hier sehen wir es auch nochmal, das sind so Künstlerkreidestifte, ja, die ich hier verwende. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, sonst arbeite ich ja ganz gerne mit Washes oder mit irgendwelchen anderen Dingen. Hier habe ich mich dazu entschieden, diese Farbe zu nehmen, die wird sehr schön matt und die hat auch einen Effekt. Ich habe das vorher ausprobiert. Die hat einen wunderbaren Effekt, wenn die trocken wird. Und damit ich es auftragen kann, ich trage die natürlich nicht trocken auf, ich habe es ja schon geschrieben, mache ich das Ganze mit Isopropanol-Alkohol. Oder das ist ja, glaube ich, Alkohol die Bezeichnung, ist egal. Verwende ich dafür. Und dann wird das praktisch, sieht man ja unten in diesem Plastikdeckel da, aufgelöst. Und dann kann man das wunderbar auftragen und dann mit einem trockenen Pinsel, so wie ich das hier im Hintergrund auch mache, kann man das dann schön verstreichen. Und selbst wenn das dann trocken wird, das Ganze, dann kann man immer noch mit dem Finger drüber streichen oder mit dem Pinsel nochmal drüber gehen. Das arbeitet sich wirklich gut. Also das ist für mich eine Verschmutzung des Ganzen, wo ich sagen kann, das geht gut. Also ich muss jetzt nicht wirklich Farbe auftragen, wenn ich jetzt hier meine Farben nehmen würde und würde jetzt die Waggons bepinseln. Das sieht auch jetzt so aus, klar, weil das eben, wie gesagt, der Alkohol im Verbund mit dieser Kreidefarbe ist. Das heißt, der Alkohol sieht man sehr gut, der trocknet wahnsinnig schnell weg, der verfliegt ja logischerweise und dann bleibt bloß die Kreide auf. Und wenn ich jetzt die Kreide trocken auftragen würde, würde das gar nicht funktionieren, die würde sofort wieder runterrieseln. Und so haftet das wunderbar. Und wie gesagt, man bemalt im Grunde genommen seine Waggons nicht, sondern man
weiß ich auch nicht, wie man das jetzt hier nennt. Also durch den Alkohol und den ganzen macht sich das, wie gesagt, recht, recht gut. Und das bleibt wunderbar haften. Und man kann eben später, wenn man sagt, okay, die Stelle gefällt mir nicht, da oben habe ich zum Beispiel auf dem Dach ein paar Stellen gehabt, da ist es mir die Übergänge zu hart. Obwohl, wenn man sich echte Waggons, die gealtert sind, die draußen in echt stehen, die haben teilweise auch sehr harte Übergänge am Dach. Das heißt, der Dreck, der ist nicht immer nur verlaufen, sondern der kann durchaus mal härtere Übergänge haben. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das macht sich recht gut mit den Farben eben hier, so dass man das Ganze dann ja so ein bisschen realistisch wie möglich auftragen kann. Natürlich beachtet immer dabei, wir sind bei der Spur ein. Wenn ich jetzt im 1:35 oder ich sag mal jetzt hier bei der H0 arbeiten würde, da kann man sich wesentlich mehr ins Detail verlieren. Habe ich selber schon mal gemacht. Da kann man wirklich kleinste Sachen mit aufmalen, kann man hier auch. Aber ich tendiere immer dazu, das habe ich damals schon erzählt, wo ich so ein Stellwerkhäuschen gebaut habe, dass ich die Farbe immer ein bisschen übertriebener auftrage, als es notwendig wäre. Entschuldigung. Das mache ich deswegen, weil wir stehen vor der Modellbahnanlage und wir wollen das ja auch sehen, was da vorbeifährt. Das heißt, wir wollen auch die Schmutzeffekte hier so am Dach ein bisschen sehen. Und wenn ich das jetzt zu fein mit einem Einhaarpinsel oder sowas auftragen würde, wäre das was, wenn ich mir es in die Vitrine stellen möchte oder wenn ich es irgendwo, entschuldige, heute ist ein Frosch im Hals, oder wenn ich es mir irgendwo hinstelle, wo man direkt rantritt und sagt, ich habe nur den Hänger als Diorama vor mir stehen. Aber hier, wie gesagt, habe ich den Anspruch, dass ich sage, die Waggons oder die Wagen, die fahren an mir vorbei. Und die möchte ich halt sehen, wie sie schön verschmutzt an mir vorbeifahren. Ja? Und deswegen mache ich das immer ein bisschen stärker, ein bisschen übertriebener, weil manch einer wird vielleicht wieder aufschreien und sagen, oh, das ist viel zu viel. Finde ich nicht. Ich habe neulich, wir haben hier bei uns in der Gegend so ein Bahnbetriebswerk, wo man mit der Brücke oben rüber fährt. Und da standen alte Waggons, die stehen da schon die ganze Weile. Die sehen noch viel, viel schlimmer aus auf dem Dach oben drauf. Deswegen habe ich gedacht, nö, das mache ich ein bisschen stärker. Ich mache im nächsten Video, Teil 3 kommt noch mal was. Das wird nämlich heute noch nicht das Finish. Ich habe es oben auch reingeschrieben. Das ist noch nicht das Ende der Bearbeitung dieser Waggons. Das heißt, ich habe jetzt hier nur die Alterung vorgenommen. Da kommt noch ein Teil, da werde ich die dann fertig machen. Und ja, wie gesagt, nur, dass ich schon mal erwähnt habe, die sind also noch nicht fertig, da kommt noch was. Und ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe dann angefangen, Rost aufzutragen. Ich habe ja mehrere von diesen Stiften hier hingelegt in verschiedenen Brauntönen. Ich glaube, den oben rechts, den wir jetzt hier sehen, habe ich in diesem Video gar nicht verwendet. Es kommt nämlich noch eins, wo ich noch andere Varianten mache. Und ja, wie gesagt, da möchte ich sowieso verschiedene Varianten haben. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, 10, 12 solcher Donnerbüchsen in zwei verschiedenen Ausführungen da. Und die möchte ich auch entsprechend alle anders ein bisschen gestalten. Das hier mit dem Licht oben. Der eine Waggon da oben, der hat zwei LEDs drin, der andere hat nur eine drin. Weil ich möchte nicht, wenn die Waggons an mir vorbeifahren, dass es alles gleich aussieht und das Licht daraus scheint und wie auch immer. Sondern ich möchte, dass das Ganze ein bisschen unterschiedlich aussieht, dass jeder Waggon seine Einzigartigkeit hat. Und das erreiche ich zum Beispiel auch hier jetzt, indem ich jetzt mit einem Stückchen Papier oder Zellstoff in dem Fall, da nochmal in Alkohol, also in blanken Alkohol da unten reingetupft habe und jetzt eben die Dächer mir noch ein bisschen vornehme und da noch ein bisschen ja, weitermache, dass das Ganze ein bisschen mehr verläuft an manchen Stellen. Hier sieht man es ja auch, da habe ich versucht, in der Mitte ein bisschen wegzunehmen. Ich habe nachher auf dem einen einen richtigen dicken Rostfleck oben aufgetragen. Das sehen wir leider nicht in dem Video. Da war ich gerade so im Bastelflow. Und da habe ich dann das fertig gemacht. Denke, ach Gott, die Kamera vergessen. Naja, aber man sieht es auf dem fertigen Video nachher zum Schluss drauf, wie ich das Ganze dann da oben drauf habe. Jetzt arbeite ich hier. Jetzt nehme ich mir einen Braunton und noch einen etwas helleren Braunton. Das ist jetzt tatsächlich für etwas rostig. Hier sehen wir den Alkohol, den ich gerade raufkippe. Und jetzt will ich so ein bisschen rostiger hier arbeiten. Jetzt bin ich nämlich an den Plattformen. Das heißt, an dem Wagen oben selber habe ich auch Rost aufgetragen, so in der Form. Aber hier wollte ich jetzt die Plattform, wo man draußen stehen kann. Und die sind natürlich auch von allen Seiten ein bisschen angegammelt. Ist ja klar, kann ja nicht bloß das Chassis von den Hängern so aussehen. Es muss ja alles so ein bisschen vergammelt werden. Und ich habe es aber jetzt nicht wirklich übertrieben. Also ich habe schon Sachen gebaut, wo ich gesagt habe, okay, dass das überhaupt noch hält. So viel Rost ist da drauf und ich habe es jetzt nicht übertrieben, ich habe das einfach nur so gemacht, dass ich sagen kann, das ist angegammelt, das ist verdreckt und ein bisschen Rost an den Stangen dran und solche Sachen, das ist klar, das habe ich gemacht.
Und dann habe ich mich noch entschieden, damit die nicht ganz so, weil ich die innen, die Männchen oder die Personen nicht wirklich sehe oder kaum sehe, nur wenn ich weiß, dass sie da sind, habe ich mich entschieden, bei den Waggons ab und zu mal noch jemanden draußen ja, mit hinzustellen. Das ist nichts Neues, das hat mit Sicherheit der ein oder andere von euch auch schon gemacht. Und hier musste ich die Beinchen ein kleines bisschen nur machen, weil ich irgendwie haut das mit der Größe nicht hin. Das sind, Leute, das sind Spur-Z-Figuren, die wir hier gerade sehen. Und selbst bei den Spur-Z-Figuren muss ich die Beine abknipsen, wenn ich sie draußen hinstelle. Wie das mit dem Maßstab jetzt hier wirklich hinkommt, entweder sind die chinesischen Figuren hier nicht ganz maßstabgetreu, aber das ist mir relativ egal, weil wenn es Spur-Z ist, dann sind sie ja schon klein genug. Und ja, dann kommt die Plattform natürlich hier draußen wieder ran. Die werden ja bloß drunter geklipst, wenn man sie zumacht. Und dann, ich finde das eine nette Idee, da guckt hinten einer raus. Und auf der anderen Seite das gleiche Spiel. Beim nächsten Waggon guckt, glaube ich, nur auf einer Seite einen raus. Und ja, das ist ein hübsches kleines Detail, das finde ich recht niedlich. Ich sag mal, das könnte ja so eine Art Museumszug hier sein in Dreck. Ja, guckt mal, wie das aussieht. Das ist natürlich wirklich schmuddelig hier. Und schön verrostet. Das habe ich auch unter dem Waggon gemacht, wer sich erinnert. Also von unten auch alles schön angemalt. Und wir sehen auch die Magnetkupplung hier links und rechts ganz gut. Und ich denke, das ist ein hübsches Bild und das kann man durchaus so durchgehen lassen. Und mit diesen Bildern lasse ich euch schon alleine und würde sagen, dann macht's erstmal schön gut. Bis nächste Woche. Ich weiß noch gar nicht, was ich bringen werde, ob ich nochmal Donnerbüchsen bringe. Ich habe ja wieder noch ein paar, die ich anders bemale. Aber wir werden sehen. Ich würde sagen, dann bis nächste Woche. Macht's schön gut, euer Uli aka Aquapainter. Tschüss. Thank you.